Na moin und willkommen zurück. Wir spielen weiter im Landwirtschaftssimulator auf unserem kleinen Bergbauernhof. Das letzte Mal haben wir unser Feld angesät, wir haben Weizen angesät. Und heute wollen wir uns da mal wieder um unsere Kühe kümmern. Schauen wir mal an, was die alles brauchen. Unsere Kühe. Tja, die Sauberkeit, die sieht überhaupt nicht gut aus. Die ist bei 34%, da machen wir was. Wir füllen auch Wasser auf und wir füllen Stroh auf. Und mit der Silage, da werden wir wahrscheinlich nicht ganz auffüllen. Da habe ich noch was vor. Die möchte ich gerne verkaufen. Aber als erstes fangen wir mal an mit unserem Frontlader. Ah, hier hängt doch das Gewicht dran. Das machen wir erst noch ab. Das werden wir hier mit der Ballengabel legen. So. Wo habe ich denn den Frontlader hingetan? Ich glaube, ich habe das in die Garage gestellt. Ist er da? Ja, da ist er. Das treffe ich noch nie. Ah, doch. Jetzt schon anheben. Okay, wir brauchen die Schaufel. Die ist gleich daneben. Gucken wir erstmal, ob das Ding hier gerade ist. Ja, sieht ganz gut aus. Schade, dass der Elektrotraktor kein Frontlader ist. Den würde ich natürlich viel lieber für unseren Hof verwenden. Aber lässt sich nicht ändern. So, machen wir erstmal sauber. Ein Stück hoch und los geht's. Nein, ich will ausschütten. So. Ups. Nichts kaputt machen. Gut, das schütten wir jetzt einfach hier rein. Das war's schon. Dann schmeißen wir gleich ein bisschen Silage hinterher, wenn wir einmal hier sind. Halt, vorwärts. Nein. Nicht wieder ausschütten, ach Mensch. Nehmen wir dann mit. Irgendwann begreife ich die Steuerung. Genau. Ja. Und noch einen Schaufel. Dann schauen wir erstmal nach, wie viel die schon haben. So. Wir schauen mal eben nach. 16.000. Ich denke, wir machen noch zwei Schaufeln. Rückwärts fahren ist meine Spezialität. Die Nummer 1. Ja, schreie nicht rum. Egal. Und die Nummer 2 kommt jetzt auch noch.
Nein, andersrum. Super. So, das wird reichen müssen. Jetzt gehen wir mal unseren Anhänger holen. Ich will die Silage verkaufen. Wir brauchen nämlich Geld. Ich habe was vor. Ich möchte unseren Hof erweitern. Ich glaube, wir kommen vielleicht am besten, wenn wir den da hinten hinstellen. Dann brauche ich noch mal vorwärts und rückwärts fahren. So hier vielleicht. Kann ich reinfahren? Ja, wenn ich dann reinkomme. Ja, ja. Ist aber auch klein, die Einfahrt. Okay. So, einmal Schaufel voll. Jetzt fahre ich einfach gerade durch. Ja, das klappt. Und Hänger rein. So, das mache ich mal eben. Ihr nehmt euch einen Tee und entspannt, während ich arbeite. So, der Hänger scheint voll zu sein. Schütte ich den Rest wieder zurück. Den Trecker, den lassen wir gleich da stehen. Die Schaufel lassen wir natürlich noch runter. Nicht, dass hier die Berufsgenossenschaft was sieht. Ja, machen wir schön ordentlich, so wie das sich das gehört. So. Ja, kann auch keiner drüber stolpern. So, fein gemacht. Okay. Wir nehmen uns unseren Elektrotraktor, den hier. Ich bin echt gespannt, wie schnell dieser Traktor lädt, wenn er mal leer ist. Hoffentlich kippt er nicht wieder um. Gut. So, wo gibt es die besten Preise für unsere Silage? Silage. Ja, die Auswahl fällt leicht. Nämlich genau hier. Und wo ist die Scheune? Die ist... Ah, vorne am Hafen. Na, da wollten wir doch eh mal schauen gehen. So, den Weg kennen wir. Da fahren wir ja hinten hinterm Kuhstall entlang. Ja, jetzt hat der kleine Traktor schon mehr zu tun. Aber das schafft er. So, na dann auf zur Scheune. Auf dem Rückweg. Da werde ich, denke ich mal, an unserem Feld vorbeifahren. Einfach mal schauen, wie da der Stand ist. Wir konnten ja leider nicht düngen, wir konnten nicht kalken. Ach doch, gedüngt haben wir einmal mit unserer Sämaschine. Aber wir konnten nicht kalken. Und... So, wo muss ich hier hin? Ich glaube hier runter, oder? Und wir konnten das Unkraut nicht wegmachen. So. Hier muss ich irgendwie nicht hin. Wo muss ich hin? Okay, komme ich wieder raus? Ja. Okay, wir fahren noch weiter.
Wir konnten das Unkraut nicht wegmachen. Das heißt, wir hatten keinen besonders tollen Ertrag. Für den Anfang reicht es uns aber. Wir sind ja noch ein kleiner Bauernhof. Wir müssen erst noch wachsen. Ich habe jetzt auch. Nee, hier hinten ist keine Scheune. Was? Wegen die Scheune? Ach, da! Gut. Ich habe keine Lust, großartig Kredite aufzunehmen, um gleich alles Mögliche kaufen zu können. Ich möchte es mir gern erarbeiten. Das macht mir persönlich einfach am meisten Spaß. So, kann ich hier hinten reinfahren? Ja, das geht. Und hier kann ich das jetzt abliefern. Okay. Kommt mir falsch vor? Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Das ist das Silage, oder? Und das soll in die Scheune. Das ist hier. Wenn ich das jetzt hier abkipp, muss ich es ja hier wieder aufsammeln, falls das nicht funktioniert hat. Okay, ich wende mal da vorne. Vielleicht hat der Triggerpunkt nicht richtig funktioniert. Das sieht aber auch nicht aus, als wenn man da irgendwas abkippen könnte. Nein, nicht so fix. So, versuchen wir das nochmal. Aha, also doch. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was wir hier kriegen. Okay, wir sind bei 16.000. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wir verkaufen noch ein bisschen Getreide, was wir haben. Wir haben nämlich Sonnenblumenkerne in unserem Silo. Ich würde einfach vorschlagen, wir verkaufen jetzt die an den Bestbietenden. Dazu fahren wir erstmal zurück zum Hof. Oh, jetzt kommt gerade der Zug. Jawohl, wie toll. Und der lauert auf der Gegenfahrbahn, aber das macht nichts. Fahren auf diesen Straßen ja eigentlich auch KI-Fahrzeuge oder fahren die nur auf der Hauptstraße? Müsste man mal drauf achten. So, zurück zum Hof. Uff, hier kommt ja kommen auch der Strom alle? Nein. Na los. Jetzt haben wir vergessen, beim Feld vorbeizufahren. Na gut, bei der nächsten Tour. Warum sagt denn keiner was? So, einmal hier drunter. Wir suchen uns die Sonnenblumenkerne aus. Hier. Und schauen schon mal nach, wo es da den besten Preis gibt. Sonnenblumenkerne. 1600 in der Felsbrunn Getreidemühle. Dann nehmen wir das doch mit. Der Zug fährt doch. Den brauchen wir eigentlich nicht. Den Weg kennen wir zu gut. Das ist ein guter Preis. Und Raps können wir auch gleich noch verkaufen. Okay. Und dann hoffe ich, dass das reicht für das, was ich vorhabe. Und Abfahrt. So, sind wir da. Abladen. Und jetzt hoffe ich, dass das reicht. Und ich, ach nee, ich kriege ja noch gar kein Geld. Dazu muss ich es ja erst mit dem Zug verkaufen. Stimmt ja, lass mal den.
Trecker gleich hier stehen. Schauen wir mal, wo der Zug ist. Ja, der ist. Was ist jetzt los? Verkauft es. Der Zug ist natürlich nicht da, weil der, warum soll der Zug auch da sein, ne? Wir brauchen den Zug, also ist er nicht da. Guti. Dann fahre ich jetzt zu unserem Feld, bis der Zug wiederkommt. So, da geht's ja hinten lang. Mit Vollelektronen los. Kann man hier auch aufladen eigentlich an dieser Tankstelle? Oder geht das nur auf unserem Hof? Ja, hier ist keine Elektrosaftsäule, oder? Sehe ich die bloß nicht. Wer weiß. Okay, weiter geht's. Ich werde dann auch noch die ganze restliche Silage verkaufen. Das mache ich aber alleine. Und dann können wir das nächste Mal, jetzt habe ich bestimmt die Einfahrt verpasst, oder? Nein, bin auch richtig. Ja, er hat das Schild, das muss umfallen. Und beim nächsten Mal können wir dann neue Silage machen. Dann werden wir gleich noch ein bisschen mehr machen. Dann werden wir die gesamte Wiese hinter unserem Hofgebäude. Ach, da hinten ist der Bauernhof. Da ist der Zug! Ah, stehen bleiben! An den Straßenrand! So, Zug her! Stehen bleiben! Stehen geblieben! Ich brauch dich! Ja, bremsen, bremsen, bremsen. Ja, dann werden wir das nächste Mal das gesamte Gras hinter unserem Hofgebäude mähen und sammeln und zu Silage machen. Das ist immer eine ganz nette Einnahmequelle, gerade für den Anfang. Brems, brems, brems. So, mit runter und auffüllen. So, ich glaube, wir könnten jetzt auch gleich hier hinten aus der Karte rausfahren. Aber das wäre ein bisschen unrealistisch und das sieht auch nicht so schön aus, wenn der Zug rückwärts fährt. Deswegen fahren wir einmal durch die Karte und verkaufen unsere Sonnenblumenkerne. 17.000 haben wir eingenommen, das reicht für uns. Das ist hervorglänzend. Jetzt, nein. Ich möchte jetzt, genau, hier wollen wir. Jetzt fahren wir erstmal bei unserem Feld vorbei. Wo ist das? Das ist, glaube ich, da hinten. Da fahren wir jetzt vorbei und dann habe ich vor, ich hätte gerne einen Hühnerstall. Und an die Hühner können wir dann unser Weizen verfüttern. Und für den Hühnerstall habe ich da noch eine kleine Mod. Ich glaube, die habe ich sogar schon runtergeladen. Die gucken wir uns auch mal an. Aber jetzt gehen wir erstmal schauen, wie die Lage ist. Ich befürchte ja, wir haben ein Feld voller Unkraut. Einmal durch den Kreisel. So, hier wächst schon fleißig alles und wie ich befürchtet habe. Alles, was so schön groß und dunkelgrün ist, das wollen wir nicht haben. Das ist Unkraut. Der Rest ist Getreide. Wir können es uns auch mal angucken. Ja, ich also über den Zaun drüber springen. So, drüber gesprungen. Wir haben 50% gedüngt, natürlich 100% Unkraut. Herzlichen Glückwunsch. Gut, das brauche also noch ein Weilchen, bis das fertig ist. Bis es soweit ist, kaufen wir uns einen Hühnerstall. Dazu fahren wir aber erstmal zurück, dass wir den Traktor zurückhaben. Da oben fährt unser Zug. Nein, ist ein anderer. Schade. Da würde ich ja auch gerne langfahren wollen.
Sind wir hier richtig? Nö, natürlich nicht. Warum auch? Nee, ich habe hier klein. So, wir fahren ja vorne rechts weg und dann nehmen wir einen geplanten Umweg. Ich wollte euch bloß die Karte mal zeigen. Das war natürlich alles geplant. Ich kenne mich aus. So, ich fahre inzwischen zurück zum Hof und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Da werden wir uns dann unseren Hühnerstall kaufen und wir werden uns einen kleinen Weg anlegen zum Hühnerstall. Wir machen es uns ein bisschen schön. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Gerne auch über ein Däumchen oder einen Kommentar. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sag euch ciao, ciao.